Willkommen, liebe Clasherei, mit dem Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors 2. Ja, wir haben hier wieder Clankrieg. Ich hatte ja in meiner gestrigen Folge auch angekündigt, dass ich von hier aus mal wieder was drehe. Und ihr seht, das natürlich nicht. Ihr seht, ihr seht es jetzt gerade im Hintergrund. Ah, wir sind live dabei. Heute mal Live-Action hier von den True Warriors. Ich weiß nämlich, dass gerade hier unten die unteren Rathäuser immer gerne ganz, ganz fix hier angreifen, um ihre Gegner hier zu machen, um die Angriffe hier rauszuhauen. Und ja, gehen wir gleich live rein. Gucken wir in irgendeiner kleinen CK-Pause hier, beziehungsweise in einer kleinen Angriffspause mal in den anderen Krieg hinein. Da haben wir ja nur so ein bisschen durch, ja, so ein bisschen durch Muscle gewonnen, so will ich es mal sagen. Warum, das gucken wir uns dann an, aber wir gucken uns jetzt erstmal hier den Hawk an. Mal sehen, ob der Hawk hier mit drei Wutzauber und noch dem Eilzauber durch diese Base hier kommt. Die Drachen fliegen suboptimal, denn gerade wenn du hier nicht blitzt und mit Wut hier durch willst, die La hier in der Mitte werden die Drachen hier jetzt nicht mehr erreichen. Das heißt, das Ding hier wird in jedem Fall, denke ich mal, einsternig bleiben, denn eine Luftabwehr hinterm Rathaus, er ist ja jetzt von hier oben gekommen, die erreichst du fast nicht mehr. Also das ist, ich will nicht sagen Ding der Unmöglichkeit, aber ja, ihr seht selber, hier fliegen jetzt die Drachen schön die ganze Base ab und kriegen jetzt schon am Rand immer ein bisschen Beschuss von der Luftabwehr und dann ist das ein bisschen ja suboptimal. Vielleicht hat er jetzt Glück, dass der Abstand zu groß ist, aber hat er nicht. Na, mal gucken. Vielleicht wird es ja doch noch was. Sind immerhin dreier Drachen und das ist eine Luftabwehr Level 5. Vielleicht geht noch was, aber ihr seht das, die halten sich da jetzt. Ja, wollte der eine gerade reinfliegen, jetzt sind es noch drei Drachen. Oh, gucken wir mal, ob das noch was wird. Das wird eine richtig spannende Sache hier. Eine Minute hat er noch Zeit, also Zeit ist genug da. Ecken sind geklärt. Und drei Drachen jetzt gegen eine Luftabwehr und gegen einen Tesla. Das könnte doch noch was werden. Ja, das wird noch was. Harter Glück gehabt. Harter Glück gehabt hier, dass das drei Sterne werden. Ja. Und jetzt noch das Rathaus. Ja. Aber eigentlich, wie gesagt, hat er ein bisschen Glück damit gehabt, wie die jetzt geflogen sind. Und ich habe gar nicht gesehen, wann er den Eilzauber gemacht hat. Aber es waren die ersten drei Sterne hier in diesem CK. So, dann gehen wir mal in den anderen rein. Warum haben wir den CK hier gewonnen? Weil der Gegner nicht mehr angegriffen hat, ja. Denn hier oben waren eigentlich noch ein paar Sterne zu holen, hier bei Schulte. Hier wäre noch einer drin gewesen, sicherlich. Und auch bei den unteren Rathäusern hier beim King. Aber und der Gegner hätte sogar die Angriffe gehabt. Ja, so muss man sagen. Also hier sind ungenutzte Angriffe gewesen. Und deswegen war das eher ein glückliches Ende hier an der Stelle für den Clan. Und ich muss jetzt aber selber mal sehen, wen ich nachher hier reißen kann. Wo bin ich hier gerankt? Ich will mal gerade schauen. Ich bin auf 12 gerankt. 12 ist hier. Oh, ja, mal gucken. Ist ein RH9. Ohne alles. Ohne Queen und ohne King. Oder? Ach nee, da oben ist der King. Okay. Okay, da oben ist der King. Oh, ist machbar. Ist machbar, würde ich sagen. Da bereite ich auf jeden Fall mal eine Truppe vor. Und wenn wir hier weitere Angriffe haben, dann springen wir hier wieder rein. Ah, da haben wir unseren zweiten Angriff. Jawohl. Vom Marian. Marian heißt er. Also nicht Maria N., wie ich mal fälschlich in einem Video gesagt habe. Und mal gucken, wie er hier jetzt vorgeht. Okay, eine Luftabwehr geblitzt. Oh, jetzt kommt er natürlich breit hier rein, ja. Aber setzt die Drachen eigentlich schön, dass die gleich schön zusammenfliegen können. Und jetzt kommt die Clanburg noch mit raus. Und der letzte Drachen. Und dann geht das hier gut auf die Luftabwehren zu, denke ich mal. Das ist ein cooler Luft-AG hier. Und mit seinen Loons und auch mit den aus der Clanburg geht es jetzt durch die Mitte. Ja, jetzt kommt natürlich der blöde Clan-Drache hier raus. Der kommt ein bisschen spät jetzt an der Stelle. Aber mal gucken, er hatte an der Stelle
zwei Drachen und das ist easy. Easy, super Angriff hier. Gefällt mir. Rathaus Level 8 mag ich ja nach wie vor. Am meisten ist der, finde ich, ist der beste Rathaus Level. Du hast zwar nicht so super viel Taktiken, aber du kannst so unheimlich viel reißen in dem Bereich. Bei RH9 hast du natürlich dann wieder auch viele, viele Taktiken und kannst auch viel reißen, aber ich finde gerade so der RH8 Bereich, ich mag den. Ich mag den einfach und ist sehr schön an der Stelle hier. 3 Sterne von Marian auf die Nummer 14. Und ich habe hier jetzt eben schon im Chat gelesen, während ich mir hier so ein paar komische Bases angeguckt habe, dass wir zum Beispiel die hier, na, da war natürlich jeder drauf nass, aber nur einer kann sie machen. Mal gucken, wer diese Base denn macht. Und wieder live dabei, jawohl. Diesmal auf einen Rathaus 9er von einem Rathaus 8er. Der ACC ist ein Rathaus 8er. Und mal gucken, was er sich überlegt hat. Er hat sich ein Gohok überlegt. Ja, eigentlich denke ich mal, eignet sich die Base sehr, sehr gut für so einen Gohok. Clanburg jetzt gelockt und genauer nach gegenüberliegenden Seite rüberfliegen lassen. Mal sehen, hat er genug Magier, die den Drachen da auch schaffen? Ja, das sieht ganz gut aus. Mauerbrecher kommen jetzt mit Bowler hoffentlich in die Base auch rein. Ja, schaffen die. Das ist super. Und dann kommt er hier jetzt schon mal so leicht in die Tiefe rein. Die Base ist ja jetzt auch schon offen. Und jetzt kann er mit dem Bowler-Pack zumindest hier schon mal schön rumgehen. Kommt jetzt aber schon mit den Hawks. Das heißt also, die unterstützen hier jetzt. Die Base ist natürlich, glaube ich, die Mauern sind da oben. Also ist eher suboptimal die Base. Also der Gegner ist auch eine kleine Rascherbande. Ja, sie haben natürlich so 2 A-Accounts dabei. Aber die uns wahrscheinlich das Leben auch dann mit Minern schwer machen im RH9-Bereich. Aber erstmal abwarten. Das sieht aber ganz gut aus, was der ACC hier macht. Und ich denke mal, er hat jetzt noch genug Hawks über, hat noch ein Gift. Okay, den brauche ich jetzt nicht mehr einsetzen, hat aber in der Mitte noch die Bowler. Und wenn er genug Hawks überbehält, dann sollte er hier auch absolut kein Zeitproblem bekommen. Und die, ja okay, die reiten jetzt nochmal die ganze Flanke da entlang zum Bogenschützenturm, aber der ist natürlich jetzt auch nur Futter. Und dann sind das hier souveräne 3 Sterne. Ah, schöner Angriff. Schöner Gohok hier. Sehe ich ja auch gerne. Merkt man, glaube ich, auch. Mache ich ja auch immer ganz gerne mit meinem RH8. Und ich hoffe, dass euch die Live-Action hier so ein bisschen gefällt. Denn ich kann hier jetzt natürlich nicht spulen, sondern wir müssen uns den Angriff einfach bis zum Ende angucken. Und unter Umständen sehen wir dann natürlich nicht so viele Kämpfe in dieser Folge, aber sie sind alle live gemacht und ist also keine Wiederholung dabei. Ich denke mal, das gefällt euch dann an der Stelle hoffentlich auch. Super gemacht, ja, ACC. Und bis zum nächsten Mal. Oh, den haben wir gleich. Ja, ich brauche gar nicht so lange warten. Oh, schade. Schade, schon fast vorbei. Die haben wir wahrscheinlich zeitgleich angefangen. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier einen, schade, wir sahen einen Golaloon. Wunderbar. Schön gemacht hier, Kevin King. Super. Mann der ersten Stunde hier, hätte ich fast gesagt. Ist ja schon sehr lange bei uns. Also ich glaube seit Beginn an, seitdem es den Clan gibt. Und schönes Ding hier. Ah, ihr kennt diese Base. Dieses Design hier, das haben wir ja jetzt öfter schon mal gesehen in meinen CK-Folgen. Und dann ist das ein schöner Dreier gewesen. Haben wir jetzt verpasst, weil die beiden ziemlich zeitgleich angegriffen haben. Aber ich denke mal, ist nicht so schlimm. Und schöne 3 Sterne hier von 5 auf 7 war das jetzt, glaube ich. Ja, von 5 auf 7 von Kevin. Super. 12-0. Das lässt Hoffnung. Oh, hier haben wir was ganz unten. Oh, oh, oh. Die Black Beauty greift hier an. Ah, auch fast verpasst. Aber ich habe es mir schon gedacht, dass hier etwas mit Hawks gemacht wird. Und weil wir den verpasst haben. Das ist doof. Dann warten wir den gerade ab, dass es die 3 sind und dann holen wir uns die Wiederholung rein und tun mal so, als wenn der live gewesen wäre. So, wie ist sie denn da vorgegangen? Glückwunsch übrigens zu Rathaus Level 7, also Black Beauty auch jetzt schon Rathaus Level 7. Ich denke mal, dann werden wir demnächst auch ein paar schöne Drachenangriffe von ihr sehen. Und gucken mal, wie sie sich hier geschlagen hat. Oh, so ein Maxed Out. Ist der Maxed Out? Ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht erkennen anhand der Flügel. Babydrache, ja, der macht zwar Flächenschaden, aber müsste sich dann immer wieder drehen und das macht er dann an der Stelle eher weniger oder eher behende und kommt hier jetzt richtig krass hier mit den Riesen und dem ganzen anderen Volk hier rein. Gut gesetzt noch die Riesen, noch vor die ganzen Bogenschützinnen vor allen Dingen gekriegt und
jetzt hier mit den Hawks. Zwei Heilzauber. Ich sehe noch einen. Einen kann sie noch setzen. Mal sehen, ob sie den überhaupt braucht hier. Ah doch, den setzt sie da bei der Luftabwehr. Und die Loons werden jetzt nochmal schön durchgeheilt. Und die Hawks sowieso. Ich denke mal, die haben hier das ganze Feld hier gerissen. Und dann ist das hier ein schöner 3-Stern gewesen. Ja, ist schon nicht schlecht. Und man merkt auch, wenn ihr meine Folgen verfolgt, dass die Leute hier sich entwickeln. Also immer ein bisschen höher kommen. Auch die Black Beauty hier. Und irgendwann ist dann ihr 20. Rang, den sie hier im Moment noch hat, der ist dann irgendwann weg. Also hier geht es jetzt auch schon bei RH7 los. Finde ich auch wirklich, wirklich krass. Muss ich sagen. Und mal warten, wann die beiden Schwerter hier wieder zuschlagen. Oh, hier haben wir ja einen Angriff. Den habe ich noch gar nicht bei uns gesehen. Den Fatty Real Boy. Okay, also wie ich schon mal gesagt habe, ich muss hier einfach öfter online sein. Dann kenne ich die Leute auch. Denn ich mache ja mit dem Barfuß nicht so wirklich viel. Also spiele natürlich jeden CK mit. Der ist dauergrün. Aber bin natürlich nicht dauerhaft hier im Clan. Lasse mich mehrmals aber trotzdem am Tag hier blicken. Sage eigentlich immer guten Abend, guten Tag. Und spende ein bisschen was, quatsche ein bisschen rum. Und mache meine Angriffe natürlich auch. Oh, das wird eine enge Kiste hier, Alter. Der Clan-Bugdrache, der macht jetzt alles kaputt und natürlich die Luft abwehren. Ah, schade. Schade, schade. Da hinten ist noch eine Tesla-Farm, okay. Und das Rathaus steht auch leider noch. Nur mit King ist natürlich auch suboptimal. Und mal gucken, ob das hier noch ein Einsterner wird. Das wird richtig schwer jetzt. Mit den paar Truppen, die er da jetzt hat, noch irgendwas zu reißen hier. Da muss er den Drachen eigentlich immer hin und her scheuchen. Da wäre vielleicht die andere Seite dann besser gewesen. Die Bogis nicht zu den Drachen zu schicken, sondern hier hinten eher die Gebäude zu machen. Denn hier sind die Prozente. Ach, jetzt hat er da noch den Babydrachen. Mal gucken, ob der den Drachen noch macht. Aber da hinten ist die Ecke wirklich blöd gewählt. Jetzt hat er noch einen King. Ich hoffe, er setzt den King nicht noch irgendwo dem Feuer aus und versucht hier noch irgendwas zu reißen da oben an der Ecke. Sondern, ah nein, wo geht denn der King hin? Ah, okay. Die beiden versuchen noch das Rathaus zu kriegen. Da bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Aber ich denke mal, die Queen ist dort im Kreis von dem Babydrachen beziehungsweise um den, also die hat sicherlich den Radius, ja, die hat den Radius natürlich ums Rathaus und da kommt der Babydrache dann nicht ran. Ach, da fliegt er auch erstmal zur Clanburg, okay. Ja, 46%. Mal gucken, ob er das noch über die Zeit retten kann. Der King macht da die Mauer und der King muss sofort gezündet werden. Oh, scheiße, der muss sofort seinen King zünden. Sonst packen die das Rathaus nicht. Die Ballons lassen einmal fallen und dann ist das gewesen. Und jetzt gehen natürlich alle auf die Helden und nicht aufs Rathaus. Also, oh, das wird ganz eng. Das wird nix. Das wird nix an der Stelle, glaube ich. Gucken wir mal. Nee. Schade. 47%, also suboptimal hier. Nur mit einem Helden angegriffen. Das gibt eine Verwarnung. Ja, bis mal eine Stunde nicht am Rechner, greifen die alle an wie die Irren hier. Toll, klappt echt gut hier mit der Absprache. Nämlich gar nicht. Nein, ist natürlich nicht so schlimm. Wir nehmen die Kämpfe hier mit rein, gar keine Frage. Dann haben wir ein bisschen live und haben so ein bisschen was aus den Wiederholungen hier gesehen. Das ist, denke ich mal, an der Stelle auch nicht so tragisch. Und ich hätte fast gesagt, das ist hier wieder der typische Hocker-Angriff. Eigentlich müsste man die Kombi jetzt auch mal irgendwie so nach ihm umbenennen oder so. Ragnar Go oder Ragnar Gibo, wo oder wie dieser Angriff hier auch immer so heißt, keine Ahnung. Und denn, ja gut, das ist seine bevorzugte Armee nach wie vor und mit 10er Helden, denke ich mal, ist die auch gar nicht mal so schlecht. Nach wie vor also mit Low-Helden, hier mit Max Hox aber für RH9 und dann mit den Riesen, mit den Heilern und den Bowlern, na, ist das immer noch eine gute Kombi, nach wie vor. Immer noch eine gute Kombi hier. Die auch gerne, also viele trainieren das hier im RH9 Bereich, gerade weil wir hier natürlich im Two Warriors 2 Clan jetzt nicht so die super super hohen 9 haben, sondern ja hier auch schon ein bisschen drunter aufnehmen und dann ist das hier eine wirklich gute Kombi, also die kann man ruhig anfangen, wenn man anfängt auf Rathaus 9 zu gehen, die schon mal zu üben. Denn die kann man natürlich auch mit 2er, 3er Hawks machen. Natürlich nicht gegen so super starke Bases. Da kriegst du meistens ja noch irgendwo ein RA8 oder so. Ein recht starkes, aber da kann man das schon mal üben. Also
Ich habe das auch schon gemacht mit meiner Truppe. Also ich habe auch schon Packerwalk mit dem RA8 gemacht und auch schon mit den Riesen und Heilern. Mit dem RA8, das geht alles. Da kannst du natürlich keine Neuner mitmachen. Aber so ein bisschen geht da was, so für ein, zwei Sterne. Oder halt auch für drei gegen ein RA8, gar keine Frage. Und so geht das hier im RH9-Bereich eigentlich auch. Denke ich mal, dass du hier schon mal so anfängst, auf kleinere Bases zu üben, also die noch nicht so super stark ausgebaut sind. Mit dem X-Bogen auf 1 und ich sag mal, die Tesla ist ruhig schon auf 6, das macht nichts. Aber schön gemacht hier, schöner Angriff von Hocke. So, ich habe mir eben sagen lassen über unsere sozialen Gruppen, dass hier ja noch einige angegriffen haben. Den haben wir, glaube ich, schon gesehen. Und hier oben, ja, die oberen warten erstmal ab, was der Gegner macht. Der Gegner hat nämlich noch nicht wirklich viel gemacht. Und einen hatte ich mir aber eben noch ausgeguckt. Ach, das ist der von Lichtle hier. Dann sehen wir auch mal die Rascherbande hier mit dem Rathaus 11. Ja, er hat alle drei Helden, gar keine Frage. Er hat hier die fetten Lager. Ob er jetzt auch die richtigen passenden Truppen dazu hat, weiß ich nicht, aber die Helden sind ja jetzt nicht so der Brüller, aber da haben wir hier schon andere Chars gehabt. Da waren die Helden auch nicht der Brüller, aber es hat trotzdem für jede 9er oder 10er Base gereicht. Mit Max Minern oder Max ausgemaxten Lava-Hunden mit Loons und. Also irgendeine Kombi lassen sich die Leute dann natürlich schon einfallen, wenn sie ganz bewusst solche Clan-Kriegs-Accounts erstellen. Da hast du hier natürlich eine super, super Low-Dev. Und muss immer Gefahr laufen, von so einem Neuner hier überlaufen zu werden. Da schreckt hier auch der Warden nicht ab. Ja, okay. Oh, die Tesla. Ja, hat er die Tesla halt auf Maxed, aber na, sind wir ehrlich. Die machen auch nur Einzelzielschaden. Und wenn du da mit so einer ganzen Horde deine Mitte bist, dann können die blitzen, wie sie wollen. Keine Chance. Ne? Keine Chance hier. Vor allen Dingen nicht gegen die coole Hexenkombi hier, die der Licht hier immer wieder am Tag legt. Bin mal gespannt, wann der endlich sein Golem mal hochzieht. Meine Herren, Level 1 Golem auf Rathaus 9, da hast du ja bei 8 schon was verpasst. Und eigentlich solltest du den bei 9 in Priorität leveln, weil das ja nach wie vor, ich nenne den ja immer gerne Feuerfresser, ist der das ganze Feuer auf sich zieht und der den Truppen halt den Rücken frei hält. Sollte denn schon mal angelevelt werden. Also mit 1 hier, ja. Ich weiß jetzt nicht, er hatte sicherlich die Bowler hier in der Clanburg, sonst kann man auch mal einen Golem in die Clanburg nehmen und nicht die Bowler, sondern dann vielleicht noch zwei, drei Hexen mehr. Aber es ist, denke ich mal, ein cooler Angriff hier. Und dann war es das auch erstmal hier aus den Clan True Warriors 2. Haben wir ein bisschen noch aus dem oberen Bereich auch so gesehen, aber wir haben natürlich schöne Kämpfe unten gesehen. Was mich auch wieder nach wie vor freut, dass hier unten in den Bereichen die Leute so schön aktiv sind, sich ein wenig weiterentwickeln und ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Mit dem Clan hier, denn das Kriegslog sieht richtig, richtig, richtig cool aus. Okay, hier sind zweimal rot zwischen, aber der Rest ist ja eigentlich richtig schön durchwachsen. Und wenn er euch das anguckt, wir sind ja nach wie vor ein Level 4 Clan. 10er Gegner, 10er Gegner, 9er Gegner, 11er Gegner, 11er Gegner. Also hier geht schon richtig was auch gegen hochgespielte Clans. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Nachmittag ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Es ist also heute Nachmittag, 15 Uhr. Fängt mein Stream an, also am Mittwoch, 9.8. Seid einfach dabei. Bis dahin, euer Toto. Flasht.